Okay, der Ausflug hat sich jetzt eher mäßig belohnt, aber das ging übelst fix. Ich hatte immer in Erinnerung, dass Anita übelst viel Zureden braucht. Aber man muss ja anscheinend nur zweimal Gegengift bringen. Ja, ein Kompliment machen. Und dann kann man sie rekrutieren. Das ist natürlich geil. Die hole ich mir direkt in die Gruppe. Ich mag Anita. Falkenruhne halt. Dann nehmen wir nämlich den. Na, weiß ich nicht. Mag Samsa schon gern. Ja, Doppel 16, ja, sehr gut. Hier Circlet ist natürlich auch im Original. Das ist Circuret. Und das war in der englischen und in der deutschen Version so. Und ist natürlich die japanische Aussprache von Circlet. Circulet! Hat aber irgendwie anscheinend keiner der Übersetzer gecheckt. Im Rahmen dieses Patches wurde das geändert, aber da es ja ein primär englischer Patch ist, hat er einfach für alle europäischen Versionen das geändert. Und das ist eine Sache, da werde ich ihm sagen, bitte daraus reif machen. Oder stirnreif oder kopfreif oder auf jeden Fall reif. Und damit habe ich schon wieder Großartiges getan für die deutsche Suikoden-Community, die aus 5 Leuten besteht. Inklusive mir. Ah, das war aber natürlich insofern doof. Eigentlich wollte ich in dem Run Valeria nehmen und dem anderen Kasumi. Aber wenn ich nämlich später mit Valeria im Gepäck Anita rekrutiert hätte, hätte ich noch eine kleine Bonusszene bekommen. Das wäre natürlich schon cool gewesen. Deswegen ist es ein bisschen doof gelaufen. Aber ich muss auf jeden Fall eigentlich im anderen Run Kasumi nehmen, weil das ja das Spiel sehr, sehr kürzer macht. Weniger rumlaufen und so. Und das ist schon wieder. Wir werfen jetzt was anderes weg. Benutzen den Magiestein mal. Nehme ich auch hier. Muss
Richten uns aus. Und weiter geht's. Ich weiß auch noch nicht, inwiefern ich Monsternamen bearbeiten werde oder werden kann. Das hängt ja nicht an von mir ab, sondern was der Patchmensch sagt, was machbar ist und was gut wäre. Weil viele Gegner haben ja noch ihre englischen Namen oder englische Namen. Nö! Was ist denn da los? Jetzt verstehe ich die Kill Rabbits. Aber da bin ich mir noch sehr unsicher, wie man sowas übersetzen soll. Ob man sich zum Beispiel an Suikoden 5 orientieren soll, von der Übersetzung her dann. Die ja eigentlich ganz gut ist. Oder lieber, keine Ahnung, was anderes. Also was ganz Eigenes. Man könnte ja zum Beispiel, weiß ich nicht, Killer Minchen oder boah, frag mich nicht. Ja, Killer Hase geht ja auch immer. Was? Hier gibt's nichts mehr. Schon auch schon wieder nicht. Ich habe auch schon wieder hier Schatzkisten verpasst. So, beim Rücklaufen kann ich die noch holen.
Thank you.
Ich hab zu viel Kram. Kann ich verwerfen. Irgendwo hier ist noch eine Schatztruhe. Oh, ich habe vergessen, schon wieder sein Zeug abzuziehen. Naja, da hatte ich eh nur ein paar Stiefel und sowas, aber. Ich jetzt eh nirgendwo hinpacken kann. Ja, schade. Hier einmal. Dann werfen wir natürlich hier was anderes, wie eine scheiß alte Medizin. Das so machen. Mann, ich will nicht kämpfen, das dauert mir zu lange. Nochmal, ja, okay, dann kämpfe ich heute so einen Scheiß. Mann, das gibt's doch gar nicht. Na, oh, wenigstens raus ein bisschen Geld.
Na gut. Gibt's denn nur einen Schatz? Das gibt's doch gar nicht. Also zwei, aber. Och, ich hab nichts, was ich hier benutzen kann. Och, das dauert jetzt viel länger. Ach, das dauert jetzt noch viel länger. Ach, ich weiß es nicht, was ich nicht meine. So, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir eine Pause. Okay, wir machen keine Pause, bevor es weitergeht. Ätzend.
Jetzt kann ich aber endlich pausieren.